Wenn ich jetzt hier, dann kommt hier so eine Art Kontrollgang, dann kommst du hier rein. Weil ich steck das mal mit Erde ab, einfach mal. Ich nehme das Texture-Pack gestern wieder rein. Das ist wieder hier normal. So frustrierend, wenn du so einen Block findest und dann stellst du hier raus, das ist Silber und man denkt, das ist Diamant. Ja. Das ist bitter. Silber oder Eisen? Silber, ne? Ja, Konrad, wärst du mal so lieb und könntest du mal einen Rucksack, eine Eisenspitzhacke legen? Ja, mach ich, warte, ich lade hier gerade das Texture Pack. Einen Moment. Ach, lol, also die kann man, das kann man dann so, supporten? Ja, das ist dann dieser Bug, den wir entdeckt haben. Oder der halt so durch einen Mod irgendwie. Das ist halt das Witzige. Soweit ich gibt ja. Ist das eine Enderkiste oder was? Ja, ja, so, das ist ein Enderrucksack, genau. So eigentlich ganz gut beschrieben. Ich habe leider nur noch ein Eisen berufen, aber ich glaube, ich habe vorne was draußen gebrannt. Warte, ich kann dir nachher ja Eisen zurückgeben. Ja, ja, ist okay. Und ich habe Chili Peppers, das brauche ich auch nicht. Die Red Norton. Oh, ich habe genau drei Eisen jetzt hier. Aber kein Holz, warte. Warte, habe ich Holz? Nein. Nee, alles gut, ich kümmere mich schon. So, hier, die sind eh doof. Hab ich gerade weggeschmissen? Kann man denn diesen Keyfit aus 4 machen? Warte, ich gucke mal kurz. Drawer Key, Upgrade Template, Hekur, Cedrum, Archemus, Kerasu, Cedrum, Porfor, Lucas, Tuopa, Salux, ist was drinne? Kiparis, ja, oder geht nicht, scheiße. Warte, ich geb dir was. Einen kleinen Moment, so. Also ich brauch's gecraftet, weil ich habe hier noch kein Table. Du hast ja noch kein Table, warte. Da. Bitteschön. Warte. Ah, da, danke. Das ist einfach, ich feiere das einfach extrem. So, weil ich wollte krass, ich wollte das mit Erde mal kurz abstecken hier. Wenn wir jetzt hier, also hier am, man macht hier einen Kontrollgang, kommen hier mal diese Dinger hin. Wie heißt die nochmal? Vergessen. Ich hab einen neuen Rohstoff entdeckt. Und zwar? Heißt? Warte. Warte. Ey, Lead Ore. Ich glaube, okay. Vorher noch irgendwie Magnesium oder so. Also, ich will mal kurz was kurz erklären hier. Hier kommen dann immer diese Trims hin, so zack, zack, zack. Dann kommen nämlich hier vorerst, kommen dann nämlich erst die richtigen Drawer. Das heißt, man hätte hier einmal so einen Kontrollgang. Dann wären halt die Fenster verdeckt. Das wäre übel doof. Nein. Oder man macht das, dass man das sieht, aber das geht eigentlich auch nicht. Obwohl ja hier eigentlich eh noch keine Drawer hinkommen. Vor die Fenster. Das heißt, ich könnte auch theoretisch mit den Drawern erst hier hinten anfangen. So, dann hätte man hier so einen kleinen Kontrolleingang. Die Frage ist, ob sich das auf der Etage überhaupt lohnt. Dadurch, dass ich ja überall Fenster habe. Aber ich weiß halt sonst nicht, was ich sonst hier hin machen soll. Dass ich hier vielleicht einfach so Öfen und Crafting-Zeug hinmache. Ich glaube, das mache ich echt, weil es lohnt sich echt fast überhaupt nicht. Dass ich das hiermit jetzt feststelle, dass ich hier noch keinen Lagerraum mache, sondern nur so. Das ist aber viel zu groß eigentlich für so einen Crafting-Raum. Weil eine Etage tiefer habe ich dann halt genug Platz, weil ich dann ja unter der Erde bin. Das heißt, ich müsste jetzt halt nochmal übel viel aushöhlen, aber ich habe eigentlich jetzt keinen Bock drauf, aber ich muss es machen. Deswegen fangen wir einfach mal direkt an. Kannst es ja mal. Du meinst einfach so mal ohne aufnehmen oder wie? Ja, ja, einfach. Ich auch schon gesagt. Aber jetzt sind wir ja da jetzt drin. Genau. Die sind nochmal interessant. Ich könnte, wenn wir gucken in meine Google Docs Datei, ob ich irgendein tolles Gesprächsthema habe. Warte, ich guck mal ganz kurz. Warte. Ich laufe gerade etwas unbeholfen durch die Gegend. Weil ich mit der einen Hand das Handy benutze. Ich brauche. Warte, ich mache mir erstmal ganz kurz ein paar Schaufeln. Warte, ich habe eine Schaufel für dich. Ja, dann hau die mal rein. Dann sind wir gleich quitt. So, warte, ich mal ganz kurz. Aber. Ach, scheiße. Gut. Hau rein. Leider habe ich nicht mehr zu bieten. Ich dachte, ich hätte mehr, aber es waren Äxte, die ich mehr hatte. Zwei Schaufeln. Zwei Scherben. Wo ist denn das? Ach, da hier. Du hast schon was reingelegt? Nee, ne? Ja, doch. Doch, ich sehe noch keine Schaufel. Also wirklich jetzt? Echt? Nein. Doch, jetzt hast du sie doch rausgenommen. Nein, wirklich nicht. Ich habe keine Schaufel. Hä? Wirklich.
Sicher. Ja. Guck mal auf den Boden, vielleicht liegt sie da ja. Mach ich jetzt mal. Ah ja, ich hab ein Gesprächsthema. Sicher, oh Gott. Ja, ich schwöre, sie ist nix. Ist ja komisch. Nicht, dass der Bug weg ist jetzt, irgendwie. Aber es ging ja mit der Hacke vorher auch. Ach, bei diesem Lied merkt man immer, dass es lieber, dass man mal schneller und mal langsamer wird, bei mir jedenfalls. Wenn wir auch manchmal so ja, ne, das ist halt dadurch, dass ich halt jetzt hier mit denen verbunden bin, zum Quatschen auch und dann halt die Musik. Es blockiert sich halt alles dummerweise ein bisschen gegenseitig. So, hier, Gneist, du kommst jetzt raus. So, Gneist, du auch bist. Du kommst jetzt raus. So, hier machen wir ein paar Stickies draus aus dem. Brauchst du Lapis Lazuli? Nein. Ja, ne? Ob ich das brauche? Ja. Momentan nicht. Die Deko-Crafting da. Weiß ich nicht. Also, wie meinst du? Was gibt's denn da? Deko-Craft. Ja, das ist zum Füllen. Ressourcen füllen. Lapis Lazuli. Ach so! Ich hab grad irgendwie an Obsidian gedacht. Frag mich nicht warum. Ja, brauche ich, klar. Gut. Wir haben hier übrigens gerade mal. Ich das jetzt nochmal, ne? Ja, probier's nochmal. Okay, es ist drinne. Ja, das geht. Das kann nämlich jetzt raus. Okay. Ich hab wirklich keine Chance rausgenommen. Weil das Lapis Lazuli, hämmer ich hier mal direkt rein. So, dankeschön. Ja, Lapis Lazuli ist bei mir jetzt auch raus. Okay. Komisch, ich habe mir jetzt übrigens nur Steinschaufeln gemacht. Ich merke gerade, ich hätte ganz viele machen müssen, weil hier sowieso gleich nur noch Stein kommt. Aber ich finde, Eisenschaufeln lohnen sich eigentlich gar nicht. Jedenfalls, wenn man noch nicht so Übermaß an Eisen hat. So, Gesprächsthema. Ich hoffe mal, dass das ein bisschen erfolgreich ist als beim letzten Mal, wo ich kurz erzählt habe, nur 3 Minuten war Schluss. Und zwar, habt ihr Comics gelesen, beziehungsweise lest ihr immer noch Comics? Ich habe mal hier diese DuckTales, also auch, ich weiß nicht, diese Taschenbücher. Diese Taschen, ja, diese Taschentücher erstmal. Alle Taschenbücher. Ja, ich weiß. Okay, weil ich war ehrlich gesagt nicht so das Comic kenne. Ich habe halt relativ früh schon so Romane gelesen. Ich glaube, dritte Klasse oder so. Hey, aber kennst du sicherlich hier die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, ne? Oh. Kennst du alle? Ja, hätte ja sein können. Ich kenne nicht alle. Das kennen so ja Buch. Nicht alle, weil aber jeder, viele. Das Video sieht, lest dieses Buches. Ja, genau, ist wirklich hammer nice. Und ich habe das halt, weil meine Schwester gerade über in diesem Wald der Mörsfieber war, habe ich in der dritten Klasse angefangen. Was ist das da? Ah ja. Habe ich in der dritten Klasse angefangen mit die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Und deswegen war ich halt richtig früh schon in dieser Lesesucht-Roman drin und habe dann auch wie alle Walter Mörs-Bücher so richtig weggesucht nacheinander. Und dann habe ich irgendwie in den Sommerferien von der dritten auf die vierte Klasse habe ich dann Harry Potter angefangen und habe in 6 Wochen 4,5 Bücher gelesen. Und deswegen war ich halt nie so wirklich in dem Comic, war das nie so mein Milieu irgendwie, weil ich halt immer schon relativ früh Bücher gelesen habe. Und Comic ist ja eigentlich auch relativ leicht zu lesen, weißt du, da kommt man durch und man muss jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, vielleicht auch nicht so kompliziert und schwer zu lesen. Und für viele ist ja Comic so auch eine kleine, um irgendwie dem Lesen etwas Spaß beizutragen, weißt du, manche haben ja keinen Bock auf Lesen. Und dann ist das Lesen so das einzige, das Comic lesen oder gucken, gar nicht so viel lesen, halt das einzige, was sie irgendwie so ein bisschen ermutigt, dabei zu bleiben. Ja, also ich habe früher viel Donald Duck gelesen. Diese Mickey Maus. Die lustigen Taschenbücher halt, ne? Ja, genau, da habe ich auch viel stehen. Und kennt ihr diese Mickey Maus Hefte, die es immer in einem Supermarkt gibt? Ja, aber die habe ich nie. Ja, ich weiß nicht. Ja, die habe ich aber noch viele sehr gehabt. Ne? Dann habe ich teils noch Garfield gelesen, sehr viel. Buben fliegt vom Spiel. Ja, und ich glaube. Mist. Ach ja, kennt ihr Mosaik? Nein. Mosaik, klar. Klar kenne ich Mosaik. Und die habe ich ab und zu von meinem Vater bekommen, aber. Ach, die? Ja, die mit diesen 3 Typen. Das habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gelesen. Ja, aber dann halt ab und zu mal so ein cooles Comic so von Asterix und Obelix, was man mal geschenkt hat. Stimmt! Oder sowas. Das habe ich auch gelesen. Stimmt, Asterix und Obelix. Das ist aber auch echt cool. Warte mal, ich guck mal hier oben kurz. Hier habe ich. Achso. Stimmt, Asterix. Aber ich war halt noch nie so eine richtige Leseratte, weil mir das. Ja. Und ich habe irgendwie erst in der 7. Nee, in der 5. angefangen, Harry Potter zu lesen.
Und in der 7. habe ich erst Voldemort gelesen. Ja. Aber das war so geil, also. Vor allem das Doof ist halt, dadurch, dass Harry Potter einfach schon so ultra lang her ist bei mir, dass ich wirklich eigentlich von Harry Potter an sich echt überhaupt nichts mehr weiß. Und ich wollte eigentlich nochmal alles lesen, aber es ist auch ein bisschen doof, ein bisschen bekloppt, dann sich alles nochmal zu lesen. Und ich wollte eigentlich immer mal anfangen mit Hörbüchern. Einfach so nebenbei, aber irgendwie kommt man dann auch nicht dazu. Weil dann kann man ja auch nebenbei nicht wirklich was machen. Weil man ist ja momentan trotzdem ja Schrecksenmeister. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Aber muss ich auch jetzt kurz überlegen, ist halt wirklich bei mir schon so ultra lange her, dass ich das gelesen habe, dass ich gar nicht... Schrecksenmeister war das mit dem Krätzchen und dem Schuh. Ja. Ach ja. Ach, übrigens, Tom, hast du noch Ensel und Krete? Was hab ich? Ensel und Krete, das Buch. Ja, ich glaube, das steht immer noch bei mir jetzt. Voll, ja. Wisst ihr, was bei mir ganz cool ist? Dadurch, dass das so hammer, also dadurch, dass das relativ lange her ist, ist das bei mir so ein bisschen im Kopf so ein bisschen eingebrannt, aber nicht als Geschichte, sondern fast so wie in so einem Traum. Kennt ihr das, wenn etwas so lange her ist, dass ja. man denkt, dass es das ein Traum ist? Oder ein Traum war. So ähnlich ist das irgendwie. Also ich könnte jetzt. Würde ich jetzt ein ganz, keine Ahnung, würde ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern können, dass ich das Buch mal gelesen habe, könnte ich auch sagen, dass ich das geträumt habe. Rufen, wo hast du eigentlich deine ganzen Sachen? Ich wollte mir ein bisschen Cobblestone von dir klauen, weil ich kein Cobblestone habe. Da vorne. Ja, okay. Da vorne. In meinem Bett. Drei Kisten. Okay, ich hoffe, ich bin richtig. Wo ist denn dein Bettchen eigentlich? Das ist in diesem Projekt, die ganzen Sachen immer so lange wachsen. Wo ist denn dein Bett? Ultra mehr. Steht doch da vorne. Ach da, ja, sorry. Ich denke mal, das ist hier bei dir vorne, aber du bist ja so ein naturnaher Mensch. Ich sortiere mal die Kiste hier. Ah, hier ist mich mal raus. Obwohl, bringt mir einer was immer mit. Gut, ist ja auch so ultra wenig Cobblestone. Ich verbrenne ihn halt immer für Zeug. Oh, das ist mich auch mal mit hier. Das liegt da so ungebraucht drin, ne? Ich bin gerade etwas in der Mine und. Ach so. I am mining my own. Ja. Ich überlege gerade, ob man irgendwann noch irgendwas Comic sagen kann. Meine Mutter hat mir 13,5 Skeptik, glaube ich, erst vorgelesen. Ja, übrigens von diesen 13,5. Und genau, mir fällt auch ein, ich habe dazu Bilder gemalt. Ja? Dazu ein. Ja, da waren ja, ja übel krasse Illustrationen drin, ne? Das war übel nice. Ja. Nee, was ich witzig finde, das war ja damals, gab es ja nur in Schwarz-Weiß und dann irgendwie im Nachhinein, vor 2-3 Jahren oder so, wurde das nochmal in Farbe rausgebracht. Mit den Bildern und so. Das hat meine Schwester dann auch nochmal bekommen. Das ist auch richtig cool. Also die gleiche Geschichte, die gleichen Bilder, aber irgendwie alle so ganz eigenartig nachkoloriert oder wie man das richtig professionell korrekt ausdrückt. Also mit Professionalität musst du bei mir nicht an. So, warte ich mal die bisschen Kohle hier rein. So, ich habe jetzt ein ganz, nicht sonderlich viel Cobblestone, aber ein bisschen habe ich doch was von dir abgegrabbelt. So. Komm, Inventar ist jetzt gerade richtig unsortiert. Aber es ist mir auch gerade mal ein bisschen egal, ehrlich gesagt. So, kommt, Blöcke. So, ich mache jetzt mal nur, wie gesagt, nur mit Steinsachen, weil ich glaube, ich erstens kein Eisen mehr habe und zweitens, wenn ich noch Eisen hätte, nicht sonderlich viel wäre und es wahrscheinlich ein bisschen teuer wäre jetzt. Eisen hier für diese Aktion zu verbraten. Ja. Ach, weißt du, was mir gerade noch einfällt? Mein Experiment läuft ja gerade noch. Was für ein Experiment? Na, das, ob sich dieses Biom da vergrößert oder nicht. Ach so, ah ja. Stimmt, da war ja was. Ich hoffe mal nicht, sonst wird mein Haus wahrscheinlich bald verschlungen. Und ich kann die Etage, wo ich nicht ganz weiß, was ich machen soll, kann ich wahrscheinlich dann mich einrichten. Ja, generell für den Haus. Was mit meinem Texturepack nicht so toll aus. Ja. Danke. Ich hoffe, ich bräuchte jetzt echt was hammergeil, weil jetzt so eine Spitzhacke, eine alte Diamantspitzhacke mit Effizienz 5, Alter. Der würde hier so durchbrettern. Ich habe eine Diaspitzhacke, aber. Ja, ich könnte mir auch eine machen, aber das würde ich jetzt hier. Ist ja hat sogar Effizienz drauf, aber nicht 5. Dann ist man das typische Problem in Höhlen. Wo ist der Ausgang? Ja. Man ist dann aber, wenn man Diamantspitzhacken hat, ist man auch mal ein bisschen geizig dann, ne? Wenn ich jetzt hier, ich grabe jetzt ja einfach nur eigentlich relativ nutzlos einfach hier so eine Höhle aus, also nicht nutzlos, aber einfach nur so stupide so eine Höhle aus, denkt man sich immer so, nee, dafür will ich die jetzt ja nicht verschwenden, aber eigentlich ist es ja egal. Nee, ich benutze die auch nur, wenn ich irgendwie so Erze habe, die man da abbauen kann. Ja.
Was dauert jetzt aber echt ewig mit so einer doofen Stadt. Ja, theoretisch könnten wir unendlich viele Diamanten haben. Ja, theoretisch. Das stimmt allerdings. Und ich habe mir letztens auch durch diesen Bug 3 dazu gecheatet. Die könnte ich ja eigentlich fast verwenden für eine Diaschütze. Ja, dann mach ich das lieber. Weil A sind die gecheatet, B ist das langweilig. Ja, aber ich weiß halt. Also. Klar ist sie dann ein bisschen schneller als jetzt eine Steintürzhacke. Obwohl, das ist eigentlich fast eine gute Idee, dass ich die gecheateten Diamanten sofort wieder verbrate. Du, das ist echt das ist eine gute Idee, das mache ich mal. Ich sprieße nur von Ideen, weißt du. Was wieder? Ich sprieße nur von Ideen. Achso, ja. So. Ich glaube, ich habe die Diamanten aber drüben, ne? Ich glaube, ich habe die nicht hier. Guck mal, nee, hier habe ich nichts drin. Hier habe sogar noch ein paar Drawer drin. Für schlechte Zeiten. Wieder diese Steinblöcke hier sind. Ich wollte mir aus Cobblestone holen. Jetzt habe ich mein Inventar voll, oder? Ja, ein bisschen habe ich noch. Jetzt sortiere ich mal, komm, ist egal. Dann sprinte ich mal rüber im Abendlicht. Weil ich mal gucken, wie es mit dem anderen Shade aussieht. Abendlicht, okay, dann würde ich erstmal schlafen, weil ich würde ungern in dieses lila Biom gehen. Hey, man, das sieht doch total scheiße aus. Ich hab mein Bett. Die Lichteffekte. Ja, warte, ich nicht mal halb so geil. Ja, schon. Nein, warte, bis er erstmal Konrad im Bett hat. Das geht eigentlich, dass der Shader. Den nutzt, glaube ich, auch melden, wo ich habe ich mir mal aus seiner Videobeschreibung rausgezogen. Konrad, gehst du mal zum Bett? Ja, ich bin ja. Warte mal. Ich hatte doch vorher auch 11 Diamanten, ne? Wo sind denn die drei hin, die ich mir gecheatet hatte? Weggeschmissen vielleicht? Nee, ich habe die extra behalten. Ich bin übrigens im Bett schon, ne? Ach so, ja, dann. Warte. Dann verschwinde ich kurz. Nein. Ich hab nicht bei meiner alten Dings Bett. Noch ein Bettchen. Ach, das war dumm, was ich gemacht habe. Egal. Ach je, aber wo habt ihr denn hingetan? Hab ich die in einem Rucksack? Hab ich die in meinen Rucksack hier reingetan? Ne, Bauarbeiter-Rucksack, das ist gar nichts drin, sehe ich gerade. Da könnte ich ja mal so ein paar Steine reintun hier. Komm. Jetzt ein bisschen Reggae. Ja, ein bisschen wrecky. Alter, die ganzen Steinsorten, die sieht ziemlich cool aus gerade. So. Aber hier habe ich jetzt 11 Diamanten. Ich hatte vorher auch 11 Diamanten. Ich will die jetzt eigentlich wirklich, wirklich nicht ver. Ich habe verraten. Stimmt hier gerade jemand denn? So, ich spiele jetzt einfach mal ganz kurz mit dem anderen Shader hier. Der sieht eigentlich ganz schön aus. Das ist wie so eine Mischung aus Schoko Epics und wie man das ausspricht. Oder Silo und Silus Vibrant Shader. Das Wasser sieht auf jeden Fall. Ich spiele mit dem. Der ist wirklich ganz gut eigentlich. Okay. Der Sonneneinfall ist nicht so geil. Ja, es war ein sehr harter Umbruch gerade. So und warum. So. Wo habe ich denn die drei Diamanten? So viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich nicht. Weil ich hatte vorher einfach. Hatte ich 8? Ich hatte nicht 8, ich hatte mehr. Ich hatte 11, hundertprozentig. Müsste ich jetzt ja eigentlich mal in der alten Aufnahme reingucken. Aber okay, noch gibt es keinen großen Grund zu besorgen. Das entweder das breitet sich nur sehr, sehr langsam aus oder gar nicht. Okay. Ich hoffe mal, letzteres. Ja, ich glaube aber, letzteres wird nicht stimmen, weil ich schon eben gerade schon wieder so einen Block verändern habe sehen. Ja, ernsthaft? Scheiße. Ja. Gott, ich hab mich am Anfang noch so ein bisschen gefreut darüber, dass ich so eine coole Location habe in diesem verrückten Biom da vorne. Ja, bis ich den dreimal gestorben bin. Ja, genau, ich bin ja auch einmal über Umwege da gestorben. Warte, ich mal gucken, ich hab jetzt 2 Tode, ne? Glaube ich. Ich hab schon mehrere. Aber irgendwie fehlt mir was in diesem Projekt. Irgendwie fehlt hier irgendwie so. Erstens finde ich kacke, dass man sich nicht porten kann. Also wie jetzt irgendwie. Irgendwelche Türen oder sowas? Das geht ja, aber mit Mistcraft geht das irgendwie. Ich weiß nicht, wir wissen halt nur nicht wie. Also, Gronkh sagt immer, man kann mit Mistcraft irgendwas porten. Guck mal, gib einfach mal Port ein. Da gibt's irgendwas. Ja, und dann fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Action. Also, ja, meinst du, wie irgendwelche Bossgegner oder sowas. Mistcraft. Ja, damals genau. Hexes, ne? Ja. Ja, gut.